Ein Ferrari reicht, eine Uhr reicht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das frage ich mich gerade auch. Auf sophisticated, aber auf nose. Wie immer sein Monolog, kein Anfang, kein Ende und gar keinen Sinn. Er ist schon funny, aber der Typ. Und vor allem ist er mega authentisch einfach. Er ist ehrgeizig, er ist business-mind und er ist verrückt genug für die Scheiße. Und es macht ihm, glaube ich, auch Spaß, verrückt zu sein. Und das feiere ich an dem, wirklich. Es gibt noch eine Jeremy Fragrance Uncut Livestream. 11 Minuten. Was ist das? Jeremy Fragrance. Jeremy's Fragrances Mensus. Der war bei Sky Sport. So, jetzt riecht es auch mal hier bei uns im Studio ganz gut. Habe hier bei Sky Sport News Jeremy Fragrance. Ist bei uns zu Gast. Genau, willst du mal Text vor? Parfüms Influencer hat Millionen Klicks auf TikTok, auf YouTube. Boah, sehe ich cool aus. Oh shit, sehe ich cool aus. Ja, also liebe Zuschauer, das ist Jeremy. Jeremy ist Influencer, Parfüm-Influencer, aber du hast auch viel mit Sport zu tun. Darüber möchten wir nämlich heute mit dir sprechen, denn du hast unter anderem auch ein Parfüm mit einem absoluten Sportstar rausgebracht, ne? Ich bin den Number One in meiner Disziplin. Okay. Das wollte ich nur mal festhalten. Mhm. Ich habe mit eurer Make-up-Artist-Frau gesprochen. Gabi. Die kommt aus der gleichen Area wie der Arnold Schwarzenegger. Mhm. Number One, Golden Rolex, Red Ferrari, Jeremy Fragrance. Also mein Bedürfnis war, ich will Number One werden. Ich habe als Kind übrigens hier Wrestling bei euch geguckt. Okay. Und als meine Weisheitszähne gezogen werden, hat mir, damals hieß es noch Premiere, hat es mir geholfen, dass ich hier Departed dreimal hintereinander geguckt habe, dieser Film mit. Ha, sehr gut. Ich konnte mir kein, also wir konnten kein Premiere natürlich leisten. Wir hatten nicht mal RTL. Das ist schutzvoll. Kabelfernsehen hatte nicht jeder bei uns in der Schule. Aber ja, interessant. Das hieß ja mal Premiere, stimmt. Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson. Also ich habe eine Premiere ist übrigens eins der ersten Sachen, die ich in meinem Leben gehackt geguckt habe. Geile Story mit euch in Verbindung. Und ja, ich wollte nur mal sagen, also es läuft echt gut bei mir und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Und du fragtest, was mein sportlicher Background ist. Ja, und du hast mit Dennis Schröder ein Parfüm rausgebracht, oder nicht? Ja, der hat mich privat angeschrieben und gesagt, wärst du dabei bei meinem... Nein, Dennis Schröder. ...Release und so. Und ich habe mit dem gequatscht. Ich habe mich gewundert, dass der so gechillt ist. Also der sucht auch gerade nach einem Haus für mich in Berlin und so. Also total nett. Und ich kannte ihn jetzt zum Beispiel nicht, was aber nicht so relevant ist, weil ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Ja, und so. Kann man schon kennen, Dennis Schröder. Ja, die haben ja den dann introduced und wir sind jetzt einfach so befreundet. Und was ich echt respektiere an dem Kerl, Laura, der kann ja alles kaufen und alles sich gönnen, macht er aber nicht. Und das ist für so Leute, die so krass sind, eigentlich die Challenge. Mhm. Weil wenn du dir überlegst, ich kriege eh alles umsonst, weil ich Dennis Schröder bin. Und ich kann mir eh alles kaufen, weil ich Dennis Schröder bin. Warum soll ich jetzt noch um 5 Uhr aufstehen und hart trainieren? Kein Bock. Ja gut, das passiert dann meistens, wenn die Karrieren vorbei sind. Und deswegen, das ist also etwas, was auch ich schon erlebt habe. Man muss sich also künstlich restriktieren in der heutigen Welt, weil du sonst einfach zu viel von diesen geilen Stimulanten bekommst. Okay. Gibt es denn irgendeinen Sportler, wo du sagst, mit dem hättest du auch mal Bock zusammenzuarbeiten? Also wie immer sein Monolog, kein Anfang, kein Ende und gar keinen Sinn. Aber ja, nice. Er ist schon funny, aber der Typ. Und halt, vor allem ist er mega authentisch einfach. Ist schon ein geiler Typ. Arnold Schwarzenegger habe ich getroffen, so halb Sportsman. Justin Bieber habe ich getroffen, ist ja nicht unbedingt Sportsman. Wirklich, ne? Weißt du, wen ich gerne mal treffen würde? Wen? Jürgen Klinsmann. Okay, wie kommt's, warum? Ja, warum, ja. Ja, check, warum Jürgen Klinsmann? Weil ich als Kind, wie fast jeder Junge, Fußball gespielt habe. Und da hatte ich ein Jürgen Klinsmann-Trikot. Echt? Weil ich fand Bayern einfach immer schon geil. Und damals war eben Jürgen Klinsmann noch da. Und ich erinnere mich, wo der so die Tore geschossen hat und einfach so das Netz dann so, ich fand ihn so geil, den Typ. Ja, ich meine, natürlich, Michael Jordan, das sind so Typen, da war ich auch da, wo der sein Haus hat in Miami und so. Mhm. Aber ja, wenn wir jetzt hier von ein bisschen so Bayern und so reden, dann wäre das schon Jürgen Klinsmann, finde ich auch ganz nice. Und wonach sollte ein Jürgen Klinsmann riechen?
Der riecht einfach nach sowas wie Abercrombie & Fitch Fierce. Okay. Kennst du ja die Geschäfte, wie geil frisch die riechen? Ja, das sind die Geschäfte, wo man schon irgendwie, bevor man da reingeht, schon irgendwie so eine richtige Duftwolke entgegenbekommt. Sie riecht übrigens mega gut. Ich glaube, die Leute gucken auch wegen dir, weil du halt so aussiehst und deine Ausstrahlung und so. Aber sie riecht auch exceptionally nice. Ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich habe heute natürlich auch mein bestes Parfum aufgetragen, ja, als ich gehört habe, dass du kommst. Ist auch ein Topseller. Übrigens, die Brand Montal hat auch dazu geführt, dass Kim Kardashian einen ihrer Düfte so gemacht hat wie Montal, weil ihr Make-up-Artist bei meinem Kumpel in Kalifornien einkauft und der Duft so gut an ihm roch, der hieß übrigens Roses Musk. Ist der Topseller. Intense Café, den du trägst, auch gut, aber Roses Musk, der ganz pinke. Ist so geil, Alter. Ist so geil. Stellt sich aber selbst die Fragen. Aber was ich so, also ich bewundere dieses Fachwissen einfach ohne Scheiß jetzt. Weil das ist, ich muss dazu sagen, wirklich, es gibt so ein paar Bereiche, ne? Da kannst du mich, also da kenne ich mich sehr wenig mit aus. Und das finde ich dann irgendwie krass, wenn einer dann so richtig sich auskennt. Und Parfüms ist eins dieser Bereiche. Sehr wenig, also. Kaufen die alle da. Okay. Tja, und der Kardashian-Duft, der riecht jetzt wie Roses Musk. Absolut. Also in Hollywood kennst du dich auf jeden Fall gut aus. Jürgen Klinsmann, also da, den würdest du gerne mal beraten. Wie sieht es denn sonst so aus? Du bist ja selbst Fan von schnellen Autos. Schaust du die Formel 1? Ja, früher. Also mir ergibt sich das jetzt auch nicht, warum der da bei denen sitzt, weil das ist eine Sportsendung. Irgendwie hat das gar keinen Bezug, glaube ich. Aber egal, cooler Gast. Klar, Mika Häkkinen und hier Dings, der natürlich der Michael Schumacher, Weltklasse, habe ich immer gern geguckt. Letztens noch den Nico Rosberg mehrfach getroffen, der hat mich auch eingeladen in die Paddocksgasse. Und das ist cool. Ja, das fand ich cool. Da habe ich auch mal die Leute von Rolex kennengelernt. Und man fragt sich ja mal, wie sehen die eigentlich aus? Aha. Keiner weiß, wie die Menschen von Rolex aussehen. Ja, aber ich finde das, ich feiere das sehr hart, Alter. Dass der einfach so mit so Parfümzeug, mit seinen Cringe-Videos so bekannt geworden ist, dass den wirklich, ja, jeder kennt irgendwie, ne? Weltweit kennen die den. Ich habe schon mal so Videos gesehen, wie der so, keine Ahnung, am Arsch der Welt in irgendeinem Kaufhaus empfangen wird, ob der König ist, da. Ja? Das feiere ich. Und dass er am Ende, und nicht nur Fame, sondern er hat auch geschäftlich umgearbeitet. Also der ist auch ein Unternehmer. Ich feiere den hart, also muss ich ehrlich sagen. Ich ziehe mir den sonst jetzt nicht rein. Ne? Ich ziehe mir das gar nicht rein, das ist gar nicht mein Thema. Aber wenn wir uns den hier auf Twitch angucken, muss ich sagen, Respekt, Alter. Du weißt es nicht. Nee. Ihr wisst es alle nicht, nee, wie die Menschen von Rolex aussehen. Nee. Ich weiß es. Okay, und wie sehen sie aus? Also eigentlich könnte ich auf, ja, wir wollen jetzt über Sport reden. Ja. Aber Rolex-Leute, die sehen eigentlich aus wie euer Head of Social Media. Okay, und so sehen die aus. Also so vom Alter und so. Wir müssen es vielleicht beschreiben, weil die Zuschauer sehen ihn ja nicht. Ja, so Jonas hat eine Brille. Ja. Und gut aussehend, so deutsch aussehend, aber jetzt auch nicht so spectacular crazy. Ferrari Number One. Habe ich auch einen, reicht auch. Okay. Ein Ferrari reicht, eine Uhr reicht. Ja, geil. Aber ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Richtung. Ich weiß es jetzt echt nicht, also so Formel E oder so, ob ihr sowas macht. Also für mich ist das eher so, ja, ein bisschen unsexy. Ja, okay. Ich mag eher so, wo es noch laut war und so. Ich saß auch letztens. Also er macht Sprünge. Die hat nur gar keine Frage gestellt. Ja, aber ich, ja, Formel 1, ja klar. Ja, und Roten habe ich und Formel E auf jeden Fall. Die hat doch gar keine Frage gestellt, aber geil. Das ist am Tesla drin. Ich bin ja gestern aus Dubai gekommen und mein Kumpel, der ist irgendwie milliardenschwer aus Indien, der fährt so einen Tesla. Ach, das sind tolle Freunde. Als ob die dich so am Springseil ziehen und dann loslegen. Das ist so unemotional. Okay. Du warst in Dubai. Wirst du denn, bald startet ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wirst du da auch vor Ort sein? Ich werde nicht vor Ort sein, weil ich was ganz anderes Krasses mache. Okay. Wenn ihr wüsstet, in 7 Tagen von heute werdet ihr wissen, was echt geil ist. Wahrscheinlich guckt er auf die Uhr in 7 Tagen. Es kommen bei mir. Okay, dafür müssen die Leute dir aber auf Instagram, ach, das will Instagram, ich, das TikTok wirst du sowieso sehen. Das kriegt man mit, okay. Ansonsten, du hast schon angesprochen, Bayern München ist so ein Verein, den du so noch immer ein bisschen verfolgst oder gar nicht mehr? Ich mag Bayern München, ja, aber ich gucke ja nicht mal mehr Fernsehen oder so, weil ich bin so nur mein eigenes Zeug am Machen.
Ich hatte gerade so einen Gedankengang im Kopf, den sage ich jetzt auch, ich bin Bayern München, ich bin die goldene Rolex, so nach dem Motto, weißt du, plakativ dargestellt, so, es dreht sich um mich, Alter. Das ist es. Ich gucke kein Bayern München oder so, weil der Grund, warum Menschen zum Beispiel Bayern München gucken oder Fans von Ferrari sind, die haben das Bedürfnis von Signifikanz. Wir haben so 10 Stimulanten, die uns echt stimulieren. Musik, Freunde, Sex, Zucker, verschiedene Sachen. Und auch das Bedürfnis von Signifikanz ist ganz stark im Menschen drin. Und wenn sie selber jetzt nicht so, zum Beispiel, dann gucken sie sich zum Beispiel immer noch einen Star Wars Film an, die Reise von Luke Skywalker, voll signifikant. Das neue iPhone, signifikant. Sie brüllen und sagen, wie blöd es denen geht. Aber alle signifikant kümmern sich um sie. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das frage ich mich gerade auch. Mich. Also ich weiß schon, was er sagen wollte. Und ey, das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Aber ich liebe, dass es wieder auf Reise geht. Ey, Alter, komme ich euch auch so rüber? Ich lese das ja auch manchmal mit, ey, Ruth wieder abdriften. Aber das wäre geil, ey, ich feiere das. Ich auch gerade, was ich eigentlich sagen wollte. Du bist FC Bayern München. Genau, ich bin FC Bayern München. Okay. Ja. Okay. Und deshalb gucke ich auch keinen Fußball mehr, aber... Aber du machst selbst viel Sport. Ich mache Sport. So. Ja, er wollte halt sagen, ich mag Bayern, aber Bayern ist für mich nicht wie... Bayern München ist nicht wie etwas so, was ich anhimmle. Ich bin das, was ich anhimmle oder was. Ich bin es. Ich bin's. Ich brauche die nicht. Ja, nee, ich bin der Chef. Auf sophisticated, aber auf nose. Tanzen und Fahrrad fahren und so. Ich schwör's dir, ne? Kylie schreibt mir, was los mit dem, wäre zu hart. Ich schwöre es dir, das wäre mein Traum, was los. Ich würde das voll gern machen. Ich würde auch gar nicht den so ausquetschen mit Fragen oder irgendwas, gar nicht. Ich würde einfach nur da sitzen auf Podcast-Level, auf entspannt, Füße hoch und wirklich mir 6 Stunden da reinziehen, was der sagt. Und zwischendurch dem so Anreiz geben. Ja, aber ja, krass. Aha, krass. Ferrari, einfach nur so Stichwörter. Ja, aber ich würde das wirklich meinen. Ich meine jetzt ernst, das wär wirklich geil. Würde auf jeden Fall Spaß machen. Einfach reden lassen und Spaß haben. Aber was ich abgesehen von Bayern München auch sehr gern mochte, Brasilien. Okay. Aber wo noch früher der echte Ronaldo mitgespielt hat, der mit der Zahnlücke. Ja. Und ja, das war auch der Ronaldo meiner Jugend, klar. Der echte Ronaldo, sag ich auch immer. Ronaldo, aber der echte. Übrigens kommt ein mieses Ronaldo-Interview, ne, wie heißt der nochmal, Piers Morgan. Da soll er angeblich auch mies über Messi geredet haben. Und das war lustig, wo ich noch 7, 8, 9, 10, 11 Jahre alt war. Danach wurde mein Bruder verprügelt, alles in Ordnung mittlerweile. Und dann hat unsere Mutter uns zum Kampfsport geschickt, also kein Fußball mehr. Aber ich war ein Fan von dem Ronaldo und ich habe mir so Magazine in die Zähne getan, hier, What? Damit ich so eine Zahnlücke bekomme. Aber dafür sind sie jetzt schon gerade. Ja, das habe ich auch nur ein paar Tage ausprobiert. Also ich hatte Poster von Ronaldo. Und weißt du, was ich früher geguckt habe, auch bei Premiere, bei euch, bei Sky? Ich habe dann den Code von meinem Stiefvater geknackt, den 4-stelligen. Wrestling. Wrestling, geil. Okay, Wrestling. Ja, cool, guckst du es auch heute noch? Gar nicht mehr? Ob ich das gucke? Mhm. Nee, ich gucke das nicht mehr. Okay, aber du selbst sagst ja, du bist ein Mensch, der voller Positivität durch dieses Leben geht. Wo holst du dir diese ganze Energie her? Das ist viel zu deep, wenn ich das jetzt hier mal eben so... Ich wusste das, Alter. Was ist das für eine Frage? Wo holst du deine Positivität her? Mann, sein ganze DNA, dein ganzer Inhalt, alles, sein ganzes Dasein ist dieses, wo holst du dir die Energie her? Das kann er doch nicht in einem Satz sagen. Hör mal, erstmal isst er 2 Kilo Zwiebeln, dann hört er auf mit Zwiebeln. Dann isst er erstmal keine Zwiebeln mehr, nie wieder. Rausschüttel, aber natürlich, das Fleisch, irgendwann ist das Fleisch gesättigt. Du kannst nur so viele Hamburger pro Tag essen oder so viel Ferrari fahren. Oder mit so vielen Mädels schlafen, was ich nicht tue. Also für mich, ich bin immer... Was ich nicht tue. Oh, das ist so geil. Im Moment Single, aber wenn, dann gibt's nur eine. Und... Aber mit der hat er noch nie geamst. Der kennt die. Sie sind seit 7 Jahren zusammen. Nee, wie war das nochmal? Er ist mit der seit 7 Monaten zusammen, aber der amst sie nicht. Der hat die noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Irgendwann fragst du dich, okay, scheiße, ich liebe es, diese Granola mit Milch zu essen. Geil, mehr, noch mehr.
irgendwann ist vorbei und dann merkst du dir, okay, Feierabend, wir müssen auf ein anderes Level gehen. So wie von 0 auf 100, irgendwann geht nicht noch schneller. Und dann denkst du eben psychologisch so ein bisschen und da hole ich mir meine Energy her. Aber es gibt auch physische Dinge. Laura, es ist relevant, dieses Statement zu verstehen. Motion creates emotion. Wenn du arschkalt duschst und danach dir die Haare föhnst in der Wärme, da fühlst du dich einfach toll. Wenn du morgens in Los Angeles in den Ozean springst und kalt rauskommst, wenn du einen Sprint machst, ich mach gleich noch meinen Sprint, okay, danach fühlst du dich ganz anders. Also mental sehr wichtig, aber auch physische Dinge wie einfach tanzen oder sprinten oder kalt duschen. Das sind so Dinge, die mich auch total coole Laune bringen. Okay. Jeremy, dann vielen Dank für die Eindrücke aus deinem bunten Leben. Wir beschäftigen uns gleich wieder mit dem 13. Spieltag in der Bundesliga. Da spielt nämlich morgen der VfB Stuttgart gegen Gladbach. Und ohne, dass du jetzt so viel Ahnung hast, wie ich rausgehört habe, was tippst du? Dein Tipp? Stuttgart gegen Gladbach? Ich sag was viel Spannenderes, Laura. Okay. Ich sag was viel Spannenderes. Ich gebe dir nämlich jetzt ein Kompliment. Weil es gibt ja Mädels, die sind sehr Bosswoman. Viel in New York City so oder... Weißt du, aber die balancieren dann nicht das Feminine mit rein. Und du hast echt so einen Sweet Spot, volle Granate, alles im Griff. Okay. So wie die Vanessa Mai, die mich auch schon eingeflogen hat nach Berlin, um mit mir zu drehen. Ich finde das so geil. Aber du hast auch voll das Feminine. Das ist mal so kurz Flex. Eine viel bessere Antwort, als wie die morgen spielen, weil ich gucke das ja eh nicht. Alles klar, dann Jeremy, vielen Dank für die Komplimente. Und wir sehen uns dann gleich wieder, aber mit dem Thema VfB Stuttgart gegen Gladbach und sind dann live mit dabei bei der Pressekonferenz mit dem Trainer der Gladbacher. Aber Stuttgart ist geil, Porsche und so. Super, ja, genau. Geil. Also, ich find Jeremy Fragrance auf seinem Kanal 1,9 Millionen Abonnenten crazy. Aber ich finde es krass, dass er dieses ganze Teil bei sich hochlädt. Ja, cool auf jeden Fall. Kommentar. Jeremy führt 4 Unterhaltungen gleichzeitig mit jeweils 7,5 Themen. Hammer auf jeden Fall. Ja, ihr dürft nicht unterschätzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also wenn Leute denken, ja, ey, mit was für eine Scheiße wird man bekannt und so. Aber ey, ihr dürft sein Wissen nicht unterschätzen. Erstmal hat er über das Wissen halt, was Parfüms angeht und so weiter, ne? Wahrscheinlich eine gute Nase und hat einfach sich da reingefuchst in das Thema, ne? Dann ist er natürlich auch bereit, die extra Meile zu gehen, weil einfach nur über Parfüms reden, da gibt es bestimmt hunderte Kanäle. Dann Parfüms zu präsentieren, gibt es Kanäle ohne Ende. Da gibt es bestimmt ohne Ende hübsche Frauen, die das machen, gegen die dich durchzusetzen, auch noch als Typ, das wird nicht leicht sein. Also hat er irgendwann, ich denke, es wird eine Mischung sein, aus, er hat sich das überlegt, aber auch, dass er auch vom Typ her so ist. Es ist ja so Sachen, ich kenne das ja von mir, es gibt so Sachen, die kannst du einfach nicht machen, weil du einfach nicht der Typ dafür bist. Ich bringe manchmal Sachen nicht. Da kann mir einer sagen, das bringt Klicks, ich kann das aber nicht. Also ich bringe es nicht über das Herz so irgendwie. Das kann man nicht so krass lange faken. Und ich glaube, bei ihm kommt vieles auf Unterhase zusammen. Er ist ehrgeizig, er ist Business-Mind und er ist verrückt genug für die Scheiße. Und es macht ihm, glaube ich, auch Spaß, verrückt zu sein. Und das feiere ich an ihm, wirklich. Und klar, viel NASA-Support ist auch da, aber das kann er doch machen. Ist ja nicht illegal, Fan zu sein von der NASA. Nur weil man Fan ist von einer amerikanischen Stadt namens Houston. Man kann doch da auch mal die ein oder andere Mondlandung starten. Lass Sport machen. Was ich finde es wirklich interessant, aber wie du es schaffen kannst, mit so einem einfachen Thema, also was heißt einfaches Thema, ist wohl wahrscheinlich dann doch nicht so einfach, wie ich dachte. Also nicht einfach im Sinne von leicht oder so. Ich unterschätze das Thema jetzt nicht. Das ist schon, man muss schon Plan haben. Aber ich will damit nur sagen, mit so einer simplen Geschichte wie, ey, ich gebe Parfüm-Tipps. Weltweit bekannt wirst, ey. Schon crazy, ey. Und so viel Geld auch machst, Alter. Geil. Wie die Leute rumkommen. Ist ja ähnlich wie dieser, der, wie heißt der Dude, der dieses immer so macht? Der immer so Influencer-Hops nimmt. Krabi. Ich hätte jetzt gesagt, der Italiener. Aber dann hättet ihr gesagt, wie, wer? Auf jeden Fall Xabi.
sehr sympathischer Dude, der hat so eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Sonst wird das ja auch nicht klappen, was der macht. Und Rabbi Lame oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant, wer den alles einlädt. So Formel 1 Stars, Champions League, Megastars, sind alle Fan von denen. Die sehen den, so, weil er hat so eine positive Aura. Man ist mit dem connecten. Finde ich echt geil. Hasbulla hat zwar auch eine sehr interessante Figur, die also so einfach positive Vibes ausschreibt. Man will einfach den im Arm nehmen. Javi natürlich, er redet nicht viel. Er redet vor allem auch nicht viel über andere. Rasho schreibt, oder die wollen ein bisschen TikTok-Reichweite abgreifen. Ja, aber ich glaube jetzt, Neymar oder Messi brauchen keine TikTok-Reichweite. Aber die treffen sich mit dem. Ich weiß aber, was du meinst, ist ja also selbstverständlich, weil er Erfolg hat. Ne? Derselbe Dude könnte mit 100 Followern wahrscheinlich das nicht von Neymar eingeladen werden oder so. Ist klar. Wahrscheinlich. Aber ihr versteht schon. Ja, wir könnten ja mal Jeremy einladen, warum nicht?